Ein erst 3 Monate alter Säugling hält seine ganze Familie auf Trab. Das Baby schreit in einer Tour und hat ganz plötzlich auffällige rote Flecken am Rücken. Die Angst um den Kleinen und der Schlafentzug sorgt bei den Eltern für gereizte Stimmung. Emil ist am Weinen. Ich habe die ganze Nacht nicht gepennt. Ja, meinst du, ich habe geschlafen? Ich mache mir voll Sorgen. Guck dir das doch mal an. Das ist viel schlimmer geworden über Nacht. Ist nur noch am Weinen. Nicht, dass das Zeckenbisse sind von gestern, vom Ausflug. Ja, was hast du jetzt gemacht? Ja, ich habe die Hebamme angerufen. Ich habe der auch ein Foto geschickt. Ja, die kommt gleich. Super, okay. Pass auf, komm. Jetzt gib mir den Kleinen. Ich gehe hoch, leg den ins Bett und dann gucken wir gleich. Bitte. Ja, aber pass bitte auf. Komm, Claudia. Ja, ich pass schon auf. Ich mache mir voll Sorgen. Claudia, ich muss auch mal schlafen. Baldmöglichst ist Hebamme Lotte May zur Stelle, um sich ihren Schützling anzusehen. Denn mit Bakterien oder Viren infizierte Zecken können Infektionskrankheiten übertragen, die für Säuglinge besonders gefährlich sind. Ich hab schon alles sauber gemacht und hab hier auch alles sauber gemacht. Alles gut. Also, jetzt mal so ganz spontan geguckt. Der Emil mit zur Mama. Sieht das schon mal nicht nach Zeckenbiss aus? Ganz ruhig, mein Schatz. Hast du ein Schnulli oder so? Ein bisschen beruhigen. Der Nuki ist unten. Ah, okay. Also, sieht schon mal nicht nach einem Zeckenbiss aus, weil beim Zeckenbiss hast du nur einen Biss. Da hast du jetzt ein paar mehr Bisse. Das könnte Flöhe sein. Flöhe? Ja, das sieht so ein bisschen nach Flohbissen aus. Wo sollen denn hier Flöhe hier kommen? Hier ist doch alles sauber. Entdeckt man an seinem Kind rote Stellen, muss man unterscheiden. Ist es eine rote Stelle, eventuell sogar mit einer Zecke noch besetzt, ist es natürlich ein Zeckenbiss. Den sollte man markieren und weiter beobachten. Sind es mehrere Stiche jetzt, so wie in Emils Fall, mit 3 bis 5 Stichen, also die sogenannte Flohleiter, dann sollte man auf die Suche gehen, woher kommen die Flöhe. Und beide Fälle sollten dem Kinderarzt einmal vorgestellt werden. Ich mache hier alles extra sauber und guck da drauf und mache noch Hygienespray. Und ja, du übertreibst es aber, Claudia. Nein, ich übertreib's nicht. Doch, du übertreib's nicht. Das Kind muss keimfrei aufwachsen, damit es nicht krank wird. Ja. Jetzt müssen wir erst mal gucken. Also es sieht nach Flohbissen aus, nicht nach Zeckenbissen. Ist ja schon mal gut. Flöhe können wir finden. Kann das von der Wiese kommen? Oder wo kommen die jetzt her? Eigentlich kommen die nicht von der Wiese. Eigentlich kommen die immer entweder von einem Tier oder von einem Menschen. Von aber Tiere Tier. Habt ihr ja gar keine. Großartig. Das ist bestimmt Laila. Ach, jetzt hör auf. Wer ist denn Laila? Immer Laila. Wer ist Laila? Laila ist unser Hund. So, wie euer Hund. Ich kenne euren Hund. Wir haben Laila schon lange und wir haben damals Laila extra wegen dem Kleinen zur Mutter gegeben von mir. Und er ist halt immer da. Und meine Mutter ist jetzt in Urlaub. Und jetzt bin ich mal froh, dass wir den haben. Jetzt und du fängst, und schon und du fängst immer wieder damit an. Nix Flöhe, der Hund ist der sauber. Der ist bestimmt ein Krankheitsüberträger. Ja, klar, und deswegen haben wir logisch, den auch weggegeben. Aber damit es dem Kleinen weggegeben, nur weil du gesagt hast, wegen den Krankheitserregern. Ja, weil also Hunde gehen mit ihrer Schnauze übertragen. Dann gehen sie ans Baby. Ja, und das ist dreckig. Okay. Kinder müssen, damit ihr Immunsystem gut ausgebildet wird, mit Keimen in Berührung kommen. Deshalb ist übertriebene Hygiene wirklich unangebracht. Haustiere sind total wichtig für Kinder, um ihnen emotionale Stabilität zu geben und einen guten Freund an ihrer Seite zu haben. Da im Haus keine Parasiten zu finden sind, liegt für die frisch gebackene Mutter endgültig auf der Hand, dass Hundedame Laila der Flohwirt sein muss. Ihr Mann teilt diese Theorie nach wie vor nicht und will beweisen, dass sich seine Frau irrt. Mit einem Kamm geht er auf die Suche. Guck mal, der Hund hört super. Ich kenne dich ja noch gar nicht. Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich ihn nicht mag oder dass er nicht hört. Ich mache mir nur Sorgen, dass Emil krank wird. Guck mal, jetzt, wenn da Flöhe wären, müssten hier Flöhe uns entgegenspringen oder Flohkot zu sehen sein. Aber da ist gar nichts außer Fell. Kann das sein, dass er ein Flohhalsband anhat? Immer. Sonst immer. Ja, weil sonst kann man trotzdem sein, dass er Flöhe kriegt. Jetzt hör mal bitte auf. Ja. Manchmal sind es so alte Sachen oder so. Habt ihr vielleicht irgendwie in letzter Zeit alte Kuscheltiere oder irgendwas Altes angeschafft? Mia, das war bestimmt dieser Hopsi. Wer ist Hopsi? Ach, so ein komisches Viech, so ein Kuscheltier, das sie unbedingt auf dem Flohmarkt haben wollte. Okay. Ich durfte noch nicht mal waschen, sie hatten versteckt. Wo ist das Viech? Das hat bestimmt Flöhe. Er hat keine Flöhe. Mia, bleib mal hier. Da ist das Viech ja. Gib ihn mir bitte. Nein. Mia, wir müssen gucken, ob das Tier Flöhe hat, damit wir gucken können, ob Emil Flöhe von dem Hopsi hat. Nein. Gib ihn mir. Nein. Du kriegst ihn gleich wieder. Ich hole nur eine Tüte und mache ihn rein. Dann kriegst du ihn wieder. Schatz, ich guck mal nach Emil, ja? Ja, bitte. Mia, gib darf ihn mir ich bitte. Gucken? Ich würde ihn einmal untersuchen. Ich tue den jetzt in der Tüte. Genau. Und was hast du am Arm hier?
Mia hat bei der Übergabe vom Kuscheltier so kurz mir ihren Unterarm gezeigt und da waren rote Flecken zu sehen. Und da war mir jetzt nicht ganz klar, ob das eventuell auch Flohbisse sind. Mia, was ist los, Süße? Mach mal auf. Mia. Guck mal, Mia, hier, ich möchte nicht, dass mir Hopsi noch weggenommen wird. Wieso? Hopsi ist doch hier draußen. Ich hab Hopsi hier draußen. Guck mal, ich guck hier gerade nach und ich sehe, der hat gar keine Flöhe. Du kannst ihn wieder haben, wenn du rauskommst. Mia, mach mal auf, guck mal. Guck mal, Hopsi ist da. Du kriegst ihn wieder, versprochen. Mia. Claudia, vielleicht gehst du einfach noch mal einen Moment und ich versuche mit ihr ein bisschen zu reden. Irgendwie. Ja. Ja, mach das. Mia fühlte sich von ihrer Mutter unverstanden. Deswegen bat ich auch, die Mutter zu gehen, um mit ihr alleine zu sprechen. Mia, kommst du da jetzt wieder raus, bitte? Nein, aber ich möchte nicht, dass mir noch Hopsi weggenommen wird, weil Leila ist auch schon weg. Aber ich hab doch Hopsi hier draußen. Wen meinst du jetzt mit Hopsi? Ach, das versteht ihr alle nicht. Mia, guck mal, die Mama ist jetzt gerade nicht da. Willst du vielleicht einfach mal mit mir in Ruhe reden? Machst mir kurz die Tür auf und dann können wir ganz in Ruhe reden? Ja. Kann ich reinkommen? Ja. Okay. Danke. Hi. Was machst du? Was hast du denn hinter deinem Rücken? Ach Gott. Mia, wo hast du das her? Das ist ja ein Kaninchen. Hast du das versteckt vor der Mama und vor dem Papa? Ja. Und wo hast du es gefunden? Da vorne bei der Mülltonne. Kann das sein, dass du ein bisschen traurig bist wegen Leila? Ja. Weil Mama und Papa den weggegeben haben? Ja. Kennst du den noch, als du klein warst, den Hund? Ja. Mia fühlt sich im Moment unverstanden von ihrer Mutter. Sie hat nicht verstanden, warum Claudia zur Geburt von Emil den Familienhund weggegeben hat, der doch so total wichtig war. Und dann hat sie natürlich vor Angst, dass die Mama ihr den Hasen auch noch wegnimmt, diesen auf der Straße gefundenen Hasen versteckt vor Claudia. Aber guck mal genau hin, siehst du das? Siehst du die schwarzen Flecken? Mhm. Guck mal, ich glaube, das sind die Flöhe, die wir hier überall suchen, die deinen Bruder gebissen haben. Und zeig mal deinen Arm. Guck mal, die haben auch dich schon gebissen. Die Flohbisse sind das eine. Viel wichtiger ist aber, dass vor allem die Mutter der Achtjährigen versteht, warum ihre Tochter heimlich einen Hasen als Haustier hält. Denn für Mia ist das Langohr ein Ersatz für Familienhund Leila. Mama, hast du uns nichts gesagt? Weil ihr mir den sonst wegnimmt. Weil Leila auch schon weg ist. Ich hab das überhaupt nicht mitbekommen, dass du so traurig bist. Claudia, du solltest dir vielleicht überlegen, ob ihr euren Familienhund doch wieder zurücknehmt. Ja. Und vielleicht bist du ganz großzügig und nach einer ordentlichen Tierarztuntersuchung und einer Flohkur könnt ihr vielleicht auch den Hasen behalten, wenn der Papa euch einen Stall baut. Es tut mir total leid, dass meine Tochter Mia so unglücklich war. Ich habe das überhaupt nicht gemerkt, dass sie so sehr unter dem Verlust von Leila gelitten hat. Ich habe es wohl mit der Hygiene ein bisschen übertrieben. Ich will doch eigentlich nur, dass meine Familie glücklich ist. Die Weggabe des Familienhundes nach der Geburt ihres kleinen Bruders hat die Achtjährige tief getroffen. Denn Hündin Leila schenkte der Schülerin Zuneigung und die braucht das Mädchen. Erst recht, seit das Baby von den Eltern die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Und das heilt wieder ab. Am besten geht ihr mit den Kindern schon noch einmal zum Kinderarzt, dass er einmal drauf guckt, dass sie die Stellen nicht entzündet haben. Zeig noch mal bitte. Guck mal, da hat sie ein bisschen Wasser am Arm so. Ja. Und am Rücken. Der Hase, und der Hase wird ordentlich entfloht und einmal entwurmt, damit er ganz gesund ist. Und mit der Hündin macht er eh alles. Und dann denke ich, hast du vielleicht Glück, Mia, und deine Eltern behalten beide. Ich denke schon, oder? Hm? Wenn, wenn du dem Hasen schönen Stall baust, dann Mach ich. Mach ich. Die Eltern haben ihre Lektion gelernt. Seit dem Besuch der Hebamme wachsen ihre Kinder mit Hund und Hase auf, wodurch der Familienfrieden wiederhergestellt ist. Die Flohbisse sind glücklicherweise schnell abgeheilt und Folgeerkrankungen nicht zu befürchten.